Ich wurde schon heftiger geschlagen. Also viel heftiger. So arrogant. Genau wie dein Vater. Auch Unsterblichkeit hat ihre Grenzen. Dad? Immortal hat tausende Jahre gelebt und versucht, diesen Planeten für all seine Bewohner besser zu machen. Ich dachte, er würde die Wahrheit erkennen. Genau wie du. Ich glaube, er wollte uns weglocken. Dann müssen wir nah dran sein. Bewohner der Erde. Schon klar. Ihr alle glaubt, wir wären die Bösen, weil mein Dad und ich euren Planeten erobert haben. Dafür werdet ihr Teil des Imperiums Viltrum sein. Das bedeutet, niemand muss hungern, niemand stirbt an Krebs und niemand wird sich jemals wieder mit der Erde anlegen. Wisst ihr, ich habe es zuerst auch nicht verstanden, aber mittlerweile schon und ihr werdet es auch verstehen. Und letzten Endes werdet ihr uns danken. Aber ihr dürft nicht vergessen, je mehr ihr euch widersetzt, desto schlimmer wird alles. Wir haben eure Städte nicht zerstört, sondern ihr, weil ihr euch gewehrt habt. Eure neuen viltrumitischen Herrscher sind auf dem Weg hierher und wir sollten sie gemeinsam willkommen heißen. Wenn ihr noch glaubt, uns aufhalten zu können, vergesst nicht, ich bin Invincible. Bewohner der Erde. Schon klar. Ihr alle glaubt, wir wären die Bösen, weil mein Dad und ich euren Planeten erobert haben. Dafür werdet ihr Teil des Imperiums Viltrum sein. Das bedeutet, niemand muss hungern, niemand stirbt an Krebs und niemand wird sich jemals wieder mit der Erde anlegen. Wisst ihr, ich habe es zuerst auch nicht verstanden, aber mittlerweile schon und... Angstrom, ist dir jemand gefolgt? Wir sind sicher. Dank Immortal. Ja. Das hat Rex auch gedacht. Konntest du die Null-Energie bergen? Wenn etwas Omni-Man den Tag versauen kann, dann das hier. Oh nein! Oh Gott, nein! Hab doch gesagt, dass wir nah dran sind. Hey, Eve. Du siehst gut aus. Eve! Robert! Haltet Abstand! Eines Tages wirst auch du sterben. Mag sein, aber du hättest bei deiner Geburt sterben sollen.